Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldadum zu einem neuen Part Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst und Pikachu. Und heute der nächsten Arena hier in Orania City. Pokémon Arena von Orania City, Arena Leiter Bob, Major Bob. Ein Blitz am Himmel des Militärs. Ein Militär also. Ein Soldat gegen die Leute kämpfen werden. Na dann, auf geht's in die Arena von Orania City. Major Bob wartet auf uns. Ich bin gespannt. Auf geht's. Oha, die alte bekannte Mülleimer-Rätsel-Arena. So schaut's aus. So, Hallöchen. Nicht so schnell, zukünftiger Champ. Wie geht's dir stets? Der knallharte Arena-Leiter Major Bob weiß, Elektro-Pokémon geschickt einzusetzen. Flug- und Wasser-Pokémon haben gegen sie schlechte Karten. Pass auf, dass deine Pokémon nicht paralysiert werden. Major Bob ist außerdem sehr vorsichtig. Er ist gar nicht so leicht, an ihn heranzukommen. Okay, also ist Evoli wahrscheinlich der Richtige oder die Richtige? Ja, ich weiß nicht. Hier schauen auf jeden Fall wieder Leute zu, sind Zuschauerringen. Na, was haben wir hier? Pokémon Arena von Orania City. Arena Leiter Major Bob. Anerkannte Trainer Mordev. Oh, der war schon hier. Der ist mir immer einen Schritt voraus. So schaut es aus. Hier ist nichts, bloß Abfall. Ah, das ist mal wieder im Abfall herumgewühle. Ein roter? Hier ist ein roter Abfalleimer. Okay. So viel dazu. Hier ist nichts, bloß Abfall. Okay. Hier ist nichts, bloß Abfall. Ich wühle hier mal ordentlich im Abfall rum. Wenn man es richtig schlau macht, dann muss man hier eigentlich gegen niemanden kämpfen. Ist nichts, was Abfall. Bah. Immer im Dreck rumwühlen. Na sowas. Im Abfall ist ein Scheiter. Du betätigst ihn. Klick. Und die erste Barriere ist weg. Na, dann müssen wir noch die zweite hinkriegen. Das erste Schloss der elektrischen Barriere wurde entriegelt. Und die zweite ist definitiv nicht hier, sondern am anderen Ende der Arena. Wie wär's hiermit? Hier ist nichts, bloß Abfall. Ach, verdammt. Okay, ist der jetzt an derselben Stelle der? Nein, ist er nicht. Oh, ein Schalter. Hier ist ein Schalter. Klick. Nasekratz. Das erste Schloss der elektrischen Barriere wurde entriegelt. Okay. Direkt daneben? Nein, hier ist ein Abfall. Ah ja, hätte ja sein können. Ja, dann probieren wir hier mal ein bisschen. Ach so, hier ist der Schalter. Ja. Das hat ja einen festen Punkt. Da müssen wir nur herausfinden, wo der nächste ist. In der blauen vielleicht? Okay, der ist sogar leer, der blaue. Nur Abfall? Ja, okay. Suchen wir memory-mäßig den nächsten Schalter. Okay. Um an den dort ranzukommen, muss ich an irgendeinem Trainer vorbei. Ah, deshalb, ja. Das wird ja sein. Da kämpfe ich erstmal gegen den Gentleman hier. Gentleman Orson fordert dich heraus. Ursen oder Urson, keine Ahnung. Pikachu! Na dann, ich würde sagen Evoli, aber gut. Geht's auch? Nee, eigentlich nicht. Pokémon. Wäre es denn mit der Flugtypen? Haben hier keine Chance.
Da wäre die Frage, ob Pflanzen-Pokémon eine Chance hätten. Takiru mal austesten. Wie sind eigentlich die Effektivitäten von Elektro-Pokémon? Ich weiß es nicht. Wie schaut's da aus? Wenn Wasser eine Schwäche hat, dann müsste Pflanzen ja eigentlich reinhauen, oder? Oder sehe ich das falsch? Rankenhieb? Na komm. Ja, das bringt was. Bringt zumindest nichts. Ruckzuckhieb. Ja gut, das ist auch nicht gerade die schlechteste Attacke. Paralysiert. Nein. Na komm, Schlafpuder. Das wäre eine gute Möglichkeit für uns anzugreifen. Das müssen wir gleich im Kampf gegen den Major Bob als erstes nehmen. Ja. Und Takiru scheint auch gut zu sein. Ich meine, effektiv zu sein im Kampf. Und wenn das Pokémon dann länger schläft, könnte der Kampf aufgehen. Top-Genesung. Oh nein, es wacht wieder auf. Tja. Und dafür hau ich jetzt drauf. Oder auch nicht. Ist paralysiert. Na komm, noch einmal. Oh nein, Top-Genesung, stimmt ja. Ja, gut. Das habe ich übersehen. Hätte mir eigentlich bewusst sein sollen, dass Top-Genesung das Ganze wieder auffüllt. Na komm. Lass dich nicht so einfach besiegen. Ist paralysiert. Ach, verdammt. Ich habe doch bestimmt Trinken mit dabei. 27 Supertrinkel. Ja, komm. Gönnst du dir, Takiru? Na komm. So. Ja, leicht ist es nicht. Weil wenn man paralysiert wird, aber das kann man schon hinkriegen, glaube ich, mit Takiru. Und Pepe ist, glaube ich, ein bisschen besser noch als Takiru. Stellen wir gleich an die Spitze Takiru, glaube ich. Zack. Der da verdammt oft einsetzen, das Pikachu. Das ärgert auch ein bisschen. Zack, na komm. Fast besiegt. Na komm, Takiru. Hau rinne. Ruckzuckhieb, halt aus. Na komm, Rankenhieb. Zack, ja, nice. Haben wir das zumindest geschafft. Haben wir den ersten Trainer in der Arena besiegt. Level 18. Stachelspore. Okay. Was bringt das mir? Ach so, für Pieper. Was bringt das Pieper? Stärke, gar keins, 75. Ach ja, komm. Die Attacke nicht erlernen. Nicht erlernen. Nein. Reden kann ich auch nicht mehr. Stopp, du bist zu gut. Du gewinnst 2640 Pokémon Dollar und gehst aus dem Kampf gegen den Gentleman hervor. Jung. So, den Einschalter wissen wir, wo die ist. Ich glaube, wir gehen dann gleich nochmal ins Pokémon Center, bevor wir gegen den antreten. Schalter 1. Schalter 2. Ich habe hier die Vermutung, dass er tot ist. Weil da mussten wir erstmal dran vorbei. Oh, ja. Endschalter. Das macht Sinn. Oder auch nicht. Beide sind verschwunden. Da einer und da einer. Oh nein, nicht noch ein Kampf. Oh, verdammt. Naja. Dudes. Dann noch ein Kampf gegen Elektromusiker Alfred. Ja, Elektromusiker. Die Art von Musik ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Ist ein bisschen, ja, nicht mehr so ganz modern. Stellt sich mir die Frage, wie Pepe sich hier beweisen kann, wenn wir mal seine Kräfte hier austesten. Wenn nicht, muss Evoli zur Hilfe kommen.
Aha, ein Elektromusiker. Der letzte seiner Art, wie es ausschaut. Kann auch Schlafpuder. Kann ja fast dieselben Attacken wie Takiru. Müssen wir Takiru wohl mal aus dem Team nehmen. Verstehe nicht, warum haben wir zwei Pflanzen-Pokémon im Team. Wahrscheinlich wegen der Wasserarena. Jetzt haben wir die auch so trainiert. Macht Sinn. Rankenieb scheint hier auf jeden Fall was zu bringen. Wir brauchen auf jeden Fall ein Wasser-Pokémon im Team. Jetzt nicht für diese Arena, aber zum Beispiel ein Shigi. Das wäre ganz gut. Das könnten wir dann an der Stelle von Takeo wahrscheinlich nehmen. Auf jeden Fall Pepe ist schon ziemlich mächtig. Der kriegt das schon hin, ja. Also der hat sich bisher als ziemlich stark erwiesen. Knofenser, ein Pokémon. Let's go, Evoli. Schon nicht schlecht. So eine mit. Sternschauer. Okay. 60, keine Genauigkeit. Bis Ruckzuckhieb. Dann will ich mal Ruckzuckhieb vergessen. Ja. Ich hatte zwar Genauigkeit 100, aber was soll's. Sternschauer für Evoli. So. Volteball. Pepe kämpft weiter. Na komm. So, versuchen wir es mal mit Schlafpuder. Ah, da sehen wir Sternschauer. Das, was Evoli jetzt kann. So, schlaf ein. Gute Nacht. So. Und gleich mal Säure. Falls er mich jetzt besiegt. Dass das vielleicht sogar einen Dauerschaden hat. Batz. Oder ist der jetzt versäuert oder versäuert? Nee, ist er nicht. Gut. Sorry, könnte die Attacke nicht so sehr. Na komm, Rankenhieb. Noch schläft er. Im Schlaf. Pokémon besiegen. Das ist schon ein bisschen hart, aber ja. Das tut man nicht alles für den Sieg. Na komm, Rankenhieb. Zack. Könnten wir prinzipiell Takeru aus dem Team schmeißen. Und mal gucken, wen wir so haben. Wahrscheinlich nur unter dem Level zur Teamkameraden, die in der Box liegen, aber gut. Da ich eh mal ein Team heilen muss, können wir es ja machen. Die geheime Technik, die wir im letzten Part erlernt haben auf dem Schiff, auf der MSN. Und da hinten das Pokémon Center. Rein da. So, Team heilen. Und dann können wir mal in die Box gehen. Achso, stimmt ja, die Box haben wir mit dabei. Ja. Ich war in Gedanken bei Pokémon Gelb. Ja, das stimmt. Wir haben kein Wasser-Pokémon, aber zwei Pflanzen-Pokémon. Ja, Wasser-Pokémon haben wir wahrscheinlich noch nicht gefangen, aber gut. So, was haben wir denn in der Box? Nein, den Pokédex wollte ich jetzt nicht unbedingt aufrufen. Musste jetzt nicht sein. Controller. So, Bonbonglas auch gut. Aber Pokémon Box. Oh, da haben wir viel. Rattan. Level 11. Carpador. Genau, den brauchen wir. Wahrscheinlich. Mozi Level 12. Mozi Level 9. Enton. Enton, ja, das. Level 13 Enton hatten wir hier irgendwo. Das hier. Dann nehme ich das hier anstelle von Takiro. Ist zwar wahnsinnig unterlevelt, aber ja, was soll's. Besser als nichts. Meine Box ist gleich wieder voll, da müssen wir mal ein bisschen ausleeren. Ist einmal gespeichert kurz. Nice. Das Shigi bekommen wir noch nicht. Ja, mindestens 60 Pokémon. Ah, muss noch ein bisschen fangen und die Boxen ein bisschen leeren. Ja, muss hier wohl wieder zurückkommen.
das Endton. Mal schauen, wie sich das im Kampf beweist. Naja, jetzt nicht in diesem Kampf, aber da lassen wir es logischerweise aus. So, Pepe jetzt mal an die Spitze. An die Spitze des Kampfes stellen. Mit Blackie da. Ja. Alpha Dragon könnten wir gleich die Latze rauslassen, weil. Ja. Elektroflug, was eigentlich auch nicht, das halbe Team ist eigentlich nutzlos. So, der braucht jetzt noch einen Namen. Wie nenne ich denn den? Das Anton. Okay, ja, der hat schon öfters mal, naja, ein paar Mal Thumbnails für mich gemacht. Flex Designs. Ja. Kenne ich von Discord. Ja. Wird eh bald wieder auf der Box landen. Also. Das ist nicht die Arena. Da habe ich mich im Haus geirrt. Hier entlang. Na dann. Zack, hindurch. Und nochmal in die Arena. Wir können direkt durch. Ich dachte, ich muss das jetzt normal machen. Und wollte gerade sagen, hoffentlich sind die Schalter dieselben. So, da wären wir bei Major Bob. Hier vielleicht nochmal speichern. Den Namen abspeichern. Oder so, ja. Okay, auf geht's. Major Bob, ich fordere dich heraus, Soldat. Oh, jetzt komme ich von vorne, obwohl ich neben ihm stand. Alles klar. Willkommen in der Arena von Orania City, Rekruten. Wen haben wir denn hier? Ein Wünschdreck wie du? Will den Major herausfordern? Haha, du hast ganz schön Mumm, mit deinem halbgaren Team gegen mich kämpfen zu wollen. Allerdings, irgendwie ist es schon halbgar. Aber gut. Pokémon-Kämpfe sind nichts für Weichlinger. Wenn ich mit dir fertig bin, wird der Schock tief sitzen, Rekruten. Ja. Mal schauen. Mal schauen, bei wem der Schock hier tief sitzt. Drei Pokémon hat er. Das erste ist ein Voltoball. Wenn ich richtig gelesen habe. Könnte auch ein Elektroball sein. Voltoball ist es. So, dann gleich mal Schlafpuder, wenn ich darf. Donnerblitz. Okay. Yay! Da ist Schlafpuder nötig. Ja. Gut. Level 25 gegen Level 18. Ich glaube, Evo, die muss mir aushelfen. Rankenhieb. Na komm. Hau rein. Lass es reinhauen. Lass die Attacke ordentlich. Einschlagen. Naja, ordentlich einschlagen sieht anders aus. Na komm, bitte. Nicht gleich wieder aufwachen. Na komm. Nutz es aus, dass das Pokémon schläft. Na komm, 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 na komm. Ist wieder aufgewacht. Nein. Oh shit. Das war's wohl mit Pepe. Nein, noch nicht. Na komm, na komm, na komm. Rankenhieb. Zack. Solange du noch kannst. Ich habe zum Glück ein paar Tränke drin. Da fasst mich schon. So spannend ist das hier. Super Rank. Na komm. Es bringt nicht viel, weil er dich mit zwei Hieben, also mit drei Hieben, oder wenn er einen Volltreff hat, auch mit zwei Hieben K.O. kriegt. Aber gut. Ja. Hoffen wir, dass es klappt. Schlafpuder. Ei. Das wird eng. Ah, besiegt. Pepe hat sein Bestes gegeben. Ja gut. Wie wär's dann mit Blackie? Komm, gib alles, Blackie. Das Roulette schon wieder. Nein, ich möchte nicht random jemanden einsetzen. Das ist jetzt hier ganz schlecht. Hallo. Hallöchen. Und einsetzen bitte. Ja, danke. Der Controller. Ich sag nichts mehr dazu. Doppelkick bitte.
Lichtschild, okay, was soll dir das bringen? Na komm, Doppelkick. Mach's alle. Mach's alle. Nice. So, und der nächste Gegner. Ich bin gespannt, was... Oh, Mira recht, Level 14. Magnitudo. Ja, ich bin gespannt, was Flackerband ausrichtet. Bestimmt nicht viel. Aber man kann es ja mal versuchen. Flackerband. Oder wir probieren mal Sternschau aus. Uha, das bringt aber schon ein bisschen was. Kann man schon behaupten, dass das was nützt. Oh wei. Das ist aber eine effektive Attacke. Das tut viel. Na komm, Sternschauer. Na komm. Lass es was bringen. Au. Scheiße. Wir haben ja noch Beleber. Oha. Oh shit. Ja, Kit. Roulette. Hallo. Drück. B oder A ist mir nicht egal. Und einwechseln. Ja, ach komm. Langsam wird's echt lästig. Ist das mit dem Punkte-Controller besser? Ich hab den nicht. Ich besitze den nicht. Aber ja. Flugattacken sind nutzlos, sagt er. Naja, dann nutzen wir den wohl. Lassen wir uns wohl was sagen und nutzen den, um Blackie zu heilen. Eigentlich sollten wir einen Pepe mal heilen für den letzten Kampf, aber was soll es. Wir kriegen bestimmt noch die Möglichkeit. Oha, ja. Kit wurde besiegt in einem Schlag. Holla. Magnitolo besiegt sich selbst vor Verbrennung. Alpha Dragon hält das wahrscheinlich am besten aus. Die Elektroattacken ist gut für das Heilen. Ja, das war schon richtig. Ist der Controller schon richtig geswitcht. Schlechtes Wortspiel. Super Drink. So, jetzt dürfte Blackie wieder komplett geheilt sein. Ja, nicht komplett, aber KP dürften wieder aufgefüllt sein und Pikachu geht's zu Boden. War ja klar. So, fast K.O. Und Brand wirkt auf zu. Hört auf zu wirken. Ja gut. Oder nee, was? Okay, vernichten wir es. Ein Doppelkick dürfte erreichen. Na komm, zack. Dann muss ich ein bisschen hüsteln, mein Hals kratzt. So, da war es noch einer. Raichu. Angst. Ja, das Finale. Der finale Gegner. Flackerband. Na komm. Und dann blitzen. Nein. Halt aus. Puh. Flackerband. Na komm, hau rein. Hau bei. Verbrennung, das ist gut. Ein Beleber haben wir noch. Na komm, Flackerband. Darf ich nicht mehr? Kacke. Hoffen wir auf den Erstschlag, den wir kriegen, wenn ich nochmal einsetzen darf. So, Flix. Der junge Flix. Ja, wird spannend hier. Superdank. Nein, kein Superdank, ein Beleber. Nein, kein Eisheiler, ein Beleber. Einsetzen auf. Sollten wir mal Pepe wieder reaktivieren? Wäre vielleicht ganz klug. Aber ja, gut.
Ich riskiere es. Ich riskiere meinen letzten Beleber auf Evoli. Ich setze auf mein Starter-Pokémon. Vielleicht eine doofe Entscheidung, aber ja. Das muss es sein. So, Mira. Das letzte Pokémon, was noch überlebt. Bitte. Ja, komm. Nein. B. Wie Gronk schon sagte. Scheiß B. Ja. Dieser Controller macht mich echt. Das sollte mir vielleicht mal. Nee. Ich muss mir jetzt doch nicht extra einen Pokéball Plus Controller besorgen, um hier vernünftig spielen zu können, oder? Oder? Nee. Ich beschwer mich nur. Ja, es ist. Ich weiß, euch nervt es mittlerweile auch. Das ist schon der x-te Part, wo ich mich über den Controller beschwere. Aber ihr seht's ja. Es ist ja kacke. Das wird am Ende auch ganz klar in mein Fazit reinfließen. Ja, das Spiel ist schon geil, aber ohne, man hätte ja mal die Benutzung des Pro-Controllers einschließen können. Los, Flackerband! Oh, er hat den Erstschlag. Fuck. Na komm. Ja, ich wollte gerade sagen, lass es wirken. Oh, shit. Das sieht kacke aus. So viele Supertränke einsetzen, bis Brand den Rest gegeben hat. Oder was? Nimmt er doch bestimmt auch noch einen Trank. Blick ist dankbar. Donnerblitz. Das Tränke einsetzen und hoffen, dass kein Volltreffer kommt. Ja, fast besiegt. Nein, Pokémon habe ich nicht mehr zu wechseln. Tränke, super Tränke. Phew. Na komm, noch einmal ein super Trank, das ist auch eine Taktik, die man verfolgen kann. Ist sehr dankbar, ja. Das freut mich, dass Becky mir dankbar ist. Na komm, Verbrennung. Nice. Sieht besiegt aus. Haben wir es geschafft. Wieder mehr durch Zufall, aber gut. Wir haben es geschafft. Oh nein! Du weißt, wie man kämpft, Rekrutin. Du hast wirklich Talent. Und du gewinnst 4160 Pokémon da und gehst zurück aus dem Kampf gegen Major Bob, den dritten Arenaleiter der Kanto-Region, hervor. Ihr wurde besiegt. Ausgezeichnet. Ausgezeichnete Arbeit, Rekruten. Für deine Leistung verleihe ich dir hier mit den Donnerohren. Stillgestanden. Stillgestanden sieht aber anders aus. Na gut. Du hältst den Donnerohren von Major Bob. Es war mir eine Ehre, dich auszubilden. Damit du dich an meine Worte erinnerst, gebe ich dir auch das hier mit auf den Weg. Du hältst ein Autogramm von Major Bob. Ja, das wird mir bestimmt im Laufe des Spiels einiges ermöglichen und großen Nutzen haben. Es ist doch wieder eins dieser Sachen, die in der Tasche liegen und man nicht wegschmeißen kann. Wie ein Pokémon Gelb. Ich glaube, hier kann man einige Sachen wegschmeißen, aber wie ich das in Pokémon Gelb gehasst habe. Wie ich das Pokémon Gelb immer noch hasse. Dieses Bootsticket zum Beispiel, was man bis zum Ende beibehalten muss und nicht wegschmeißen kann. Man braucht es ja doch nicht wieder. Du verstaust das Item in den Beutel. Nicht ganz das, was du erwartet hast. Haha, keine Sorge, das ist noch nicht alles. Ein Donnerblitz. Was für Pikachu. Du verstaust das Item in der TM-Box. TM-600 erhält die Attacke Donnerblitz. Bringst sie einem Elektro-Pokémon bei und dir wird jede Mission gelingen. Verstanden, Rekrutin? Verstanden. Das bringen wir gleich mal sofort an dieser Stelle dem Pikachu bei.
TM-Box. Zahltag gegen Donnerblitz. Sehr gut. Und weiter geht's. Wir müssen mal die Matrosenuniform wieder ausziehen. So toll sieht's dann auch nicht aus. Meine Pfadfinderuniform an. Die braune Pfadfinderuniform. So, zack. Ja, oha, Misty. Ich wollte gerade den Part beenden. Hallo, du. Wow, du hast also echt Major Bob besiegt. Reife Leistung. Du lässt nichts anbrennen, was? Dann hast du dir auch ein Päuschen verdient. Misty hat dein Pokémon wieder fit gemacht. Warum ich nicht in der Arena bin? Also ich dachte, ich... Das ist wirklich schlimm. In meinem Hals. Ach, ich dachte mir... Manchmal wirkt mir mein kleines Schwimmbad einfach zu eng, weißt du? An solchen Tagen muss ich die salzigen Wellen der weiteren See um mich spüren. Aber wo willst du eigentlich hin? Du bist nicht zufällig auf dem Weg in die Diktahöhle. Das liegt ganz in der Nähe. Wenn du willst, zeige ich dir gerne den Weg. Von mir aus. Zeig mir den Weg. Alles klar, dann mal los. An der Diktahöhle. Okay, und dann geht's wohl weiter. Da wären wir. Das ist die Diktahöhle. Sie heißt so, weil sie von Dicta gegraben wurde. So, ich mache mich dann auf den Weg. Ich hoffe, du begegnest vielen, vielen tollen Pokémon. Dictas, wie es ausschaut. Ja. Okay. Die Dicta-Höhle. Wo wären wir hier? Urania City. Ah, okay. Hier geht's weiter zur Dicta-Höhle. Alles klärchen, Wunderbärchen. Dann würde ich mal sagen, mich nach oben sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres. Let's go, Evoli. Pokémon Let's go, Evoli. Video, keinen Part verpassen wollt. Oder kein anderes Video auf meinem Kanal mehr verpassen wollt. Bis dahin, habt noch eine angenehme, fröstliche Zeit. Bis zum nächsten Video. Ja, Batterie lässt auch nach. Wird's Zeit, den Part zu beenden. An dieser Stelle. Man sieht sich. Ja, Glückchen aktivieren, habe ich doch schon gesagt. Abo, Däumchen, ihr wisst Bescheid. Haut rein. Ciao, ciao.